So, ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Webinar aus unserer Exciting Edu Webinarreihe. Noch einmal eine kurze Vorstellung. Wir von Klettmint führen im Rahmen von Exciting Edu Veranstaltungen für Lehrkräfte in Form von Fortbildungstagen an Schulen zu digitalem Unterricht durch und sind damit auch in verschiedenen Bundesländern aktiv. Die Idee dabei ist eigentlich, dass Lehrkräfte anderen Lehrkräften zeigen können, wie Unterricht mit digitalen Medien Gewinn bringt, funktioniert und auch gestaltet werden kann, was mich eigentlich auch gleich zu unserem heutigen Thema bringt und zu unserer Referentin. Wir haben heute Verena Knoblauch mit dabei, die gleich uns zeigen wird, wie man den Fernunterricht in der Grundschule kreativ gestalten kann. Eine kurze Vorstellung von Verena. Sie arbeitet als Lehrerin und Medienpädagogin an der Friedrich-Städtler-Grundschule in Nürnberg und hat dort auch gemeinsam mit einer Kollegin zwei Tablet-Klassen etabliert. Und als Klassenleitung der Klassen 3 und 4 erprobt sie seitdem Unterrichtsideen mit digitalen Medien, entwickelt sie weiter und versucht den Unterricht im Sinne einer zeitgemäßen Bildung zu verändern. Sie ist außerdem in der Lehrerfortbildung tätig, hält Vorträge und Workshops zum Thema Lehren und Lernen mit digitalen Medien, kooperiert mit der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen und Nürnberg im Rahmen des digitalen Campus und ist auch Koordinatorin für digitale Bildung am Schulamt Nürnberg. Und bevor ich jetzt gleich an Verena übergeben werde, nochmal ein ganz kurzer Hinweis. Während des gesamten Webinars haben Sie die Möglichkeit, Fragen in den Chat zu schreiben. Das funktioniert hier unten über die kleine Sprechblase. Und wenn ihr da draufklickt, dann öffnet sich rechts das Chatfenster. Und da habt ihr unten die Möglichkeit einzustellen, die Frage an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer zu stellen, sodass alle auch wirklich die Fragen lesen können. Später wird es dann auch nochmal die Möglichkeit geben, mit Verena direkt in Kontakt zu treten. Dazu würde ich dann aber dann an entsprechender Stelle mehr sagen. Und ja, ich übergebe direkt an dich. Oh, danke schön. Ja, ich begrüße euch oder Sie auch alle ganz herzlich heute hier. Ich wollte mich eigentlich erst kurz vorstellen, aber ich glaube, das kann ich mir fast sparen. Das hat Anne schon erledigt. Ich bin mittlerweile nicht Koordinatorin für digitale Bildung, sondern medienpädagogische Beraterin in Nürnberg. Das ist aber eigentlich nur so ein Titel-Jonglage. Und insofern bin ich gerade in Nürnberg ganz viel damit beschäftigt, eben auch die Schulen und die Kollegen zu beraten. Und das versuche ich jetzt heute hier auch. Ich bin ganz viel in der Lehrerfortbildung tätig. Normalerweise mache ich dann immer Sachen, die ich sehr gut kann, wo ich sagen würde, da bin ich Experte, das habe ich schon sehr lange ausprobiert. Heute erlebt ihr mich oder sie mich durchaus auch in einer ungewohnten Rolle, weil ich definitiv auch kein Experte für Fernunterricht bin. Einfach weil es, glaube ich, aber auch einfach überhaupt keine Experten gibt. Also wir sind alle ins kalte Wasser geschmissen worden und versuchen jetzt zu schwimmen. Ich glaube trotzdem, dass ich aufgrund der Vorerfahrung oder der längeren Arbeit schon auch mit digitalen Medien in der Grundschule so ein paar Ideen habe, wie man das einbauen kann. Und die Ideen möchte ich einfach heute gerne vorstellen. Das heißt, ich habe verschiedene Ideen dabei. Ich möchte einen Überblick geben über ganz niederschwellige Möglichkeiten, wie man jetzt auch digitale Medien nutzen kann. Das heißt jetzt auch, dass ihr oder sie keine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung kriegen für alle diese Sachen, die ich vorstelle. Das würde den kompletten Zeitrahmen natürlich sprengen. Aber die Idee ist, wirklich niederschwellige Ideen vorzustellen, so dass ihr hier rausgeht und vielleicht ein, zwei Sachen entdeckt habe, wo ihr sagt, ja, das könnte ich mir vorstellen. Damit möchte ich mich einfach noch näher beschäftigen und das dann auch selber einsetzen. Das ist die Idee für heute. Und ich gebe jetzt einmal mein Bildschirm frei, um die Präsentation zu starten. So, das heißt, ihr müsstet jetzt meinen Bildschirm sehen. Und wir starten. Gut, also der Titel Kreativer Fernunterricht in der Grundschule. Und was wir heute machen wollen, habe ich gerade schon kurz angerissen. Ich habe ein paar Vorüberlegungen dabei, die ich mir so zum Thema Fernunterricht oder Homeschooling oder wie man es auch immer nennen möchte, ich mir so gemacht habe. Da vermischt sich so ein bisschen die Lehrersicht und die Mamasicht, weil ich auch einen Erstklässler hier zu Hause sitzen habe seit Wochen, wo wir durchaus auch mit der Herausforderung des Fernunterrichts zu kämpfen haben. Und dann möchte ich eben so ein paar verschiedene Möglichkeiten und Ideen vorstellen. Gut, und was mir ganz wichtig ist, ich möchte eben auch vor allem zeigen, wie man diese ganzen Sachen auch kreativ einsetzen kann. Gut, also Fernunterricht.
Ich habe mir das am Anfang auch sehr romantisch vorgestellt, habe mir so gedacht, gut, ich setze mich an den Esstisch mit meinem Laptop und arbeite was und mein Sohn sitzt dann da auch und macht seine Hausaufgaben. Und ich habe aber dann gemerkt, dass es eine sehr große Lücke gibt zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und ich habe dieses Video per WhatsApp geschickt gekriegt und ich fand das so passend, deswegen wollte ich euch das jetzt einmal zeigen. Also ich habe festgestellt, dass das Fernunterricht leider manchmal eher auf dem Niveau stattfindet und habe durchaus auch von vielen Eltern mitgekriegt, dass das einfach schwierig ist zu Hause. Und das bringt mich jetzt auch gleich zu meinen weiteren Vorüberlegungen. Also was kann Fernunterricht leisten oder wie sollen wir jetzt unterrichten? Was funktioniert und was nicht? Und ich finde, das sind ganz schwierige Fragen, die man sich aber definitiv halt mal vorher stellen muss. Und ich glaube, was wir uns einfach bewusst machen müssen, dass die Voraussetzungen zu Hause total unterschiedlich sind und dass in vielen, bei vielen Familien gerade Schule auch nicht an erster Stelle steht, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Da sind gerade Existenzen am Zusammenbrechen, ja, oder Eltern müssen mit mehreren Kindern und Homeoffice jonglieren und das muss einem, glaube ich, einfach klar sein. Und was nicht funktionieren kann, ist dann den Unterricht einfach ins Elternhaus zu verlagern und dass die Eltern das da fortführen, das funktioniert nicht. Und was, glaube ich, auch nicht funktioniert, ist, das Ganze weiterhin so synchron zu machen, wie man es im Klassenzimmer machen würde. Das heißt, im Klassenzimmer habe ich ja von 8 bis 9:15 Mathe und danach habe ich 1 Stunde Deutsch und alle sind anwesend und machen in der Zeit Mathe. Und auch dieses synchrone Denken, glaube ich, müssen wir beim Fernunterricht ablegen, weil einfach nicht alle gleichzeitig arbeiten. Und wenn ich eine Videokonferenz zum Beispiel mache, dann kann ich nicht erwarten, dass alle um 8 vorm Laptop sitzen, weil vielleicht hat die Mama gerade auch eine Videokonferenz. Und das sind so Voraussetzungen, die muss man einfach bedenken. Und auch, was ganz wichtig ist, finde ich natürlich, was man bedenken muss, jetzt gerade, wenn es um digitale Möglichkeiten geht. Ich muss natürlich vorher erstmal abklären, welche Möglichkeiten haben die Kinder zu Hause. Ja, da geht es zum einen um die Ausstattung. Haben sie überhaupt Zugang zu so einem Gerät? Und dann geht es aber gerade in der Grundschule natürlich auch darum, haben sie Unterstützung durch die Eltern? Weil so ein Zweitklässler kann das nicht plötzlich, wenn er das vorher noch nicht gemacht hat. Und ich denke, das ist unsere Pflicht, unsere Aufgabe, vor allem als Klassenlehrer, das erstmal rauszufinden. Das muss ich aber auch rausfinden, wenn ich PDFs mit Arbeitsblättern verschicke. Auch da muss ich gucken, ob man zu Hause überhaupt drucken kann. So, das sind alles so Vorüberlegungen, die man einfach machen muss. Das Thema Bildungsgerechtigkeit liegt mir echt im Magen. Nicht, dass die jetzt vorher perfekt war, aber natürlich haben wir jetzt noch viel mehr Kinder, die Unterstützung bräuchten und die uns jetzt drohen, hinten runter zu kippen. Ja, und wenn ich über Fernunterricht nachdenke oder auch über digitale Medien, wie ich sie da einsetzen kann, dann habe ich eigentlich so für mich 3 zentrale Ziele. Und zwar, die ergeben sich eigentlich daraus, wenn ich mir so überlege, was bedeutet Schule eigentlich? Und Schule ist eigentlich ja viel mehr als einfach nur die Bereitstellung von Aufgaben. Schule ist ein sozialer Raum, wo man ganz viel miteinander spricht, zusammenarbeitet, sich austauscht. Und das bricht uns ja gerade durch den fehlenden Unterricht im Klassenzimmer komplett weg. Und momentan ist es an vieler Stelle einfach nur die Verteilung von Aufgaben, was gerade stattfindet. Und deswegen sind für mich die zentralen Ziele eigentlich, dass ich zum einen die digitalen Medien nutze, um Kommunikation und Kontakt weiterhin zu ermöglichen, dass die Kinder merken, diese Klassengemeinschaft besteht immer noch, die sind alle noch da, auch wenn ich sie gerade eben nicht persönlich treffen kann. Dann ist noch ein Ziel für mich, auch die Zusammenarbeit zu ermöglichen, auch wenn es eben in der gewohnten Form am Gruppentisch oder so nicht funktioniert, Möglichkeiten zu zeigen, wie das in digitaler Form eben doch funktionieren kann, dass nicht jeder alleine an seinem Arbeitsplatz sitzt, sondern man trotzdem noch in der Gemeinschaft auch Sachen erstellen kann. Und ganz generell, das ist einfach, Schule ist mehr als Arbeitsblatt oder Lern- oder Übungs-App. Gut, ich habe jetzt ein paar Ideen zusammengestellt, mit überhaupt keinem Anspruch auf Vollständigkeit. Und die möchte ich jetzt einmal vorstellen. Ganz generell bei diesen ganzen Ideen ist es so, dass theoretisch der Lehrer zum Beispiel einen Account braucht, die Schüler aber keine E-Mail-Adresse brauchen, sie müssen keinen Account irgendwo anlegen, also sie müssen sehr wenig Daten von sich nur freigeben. Also das ist bei all diesen Ideen gleich. Gut, das Erste, worüber ich mit euch kurz sprechen möchte, ist das Thema Videokonferenzen.
Das ist ein Thema, was uns momentan viel beschäftigt. Ich möchte jetzt keinen Tipp für ein bestimmtes Tool geben. Das kann ich nämlich leider nicht. Ich hätte sehr gerne von oben eine klare Empfehlung oder eine klare Ansage, was man jetzt nutzen darf und was nicht. Die gibt es leider nicht. Insofern ist das gerade von Schule zu Schule unterschiedlich, von Schulamt zu Schulamt. Wir empfehlen momentan in Nürnberg Jitsi. Aber das ist wirklich was man leider tatsächlich immer mit dem zuständigen Datenschutzbeauftragten klären muss. Aber ganz generell drei Tipps, wenn es um Videokonferenzen geht. Mein erster Tipp wäre, kleine Gruppen zu machen. Das heißt, ich würde es nicht mit der ganzen Klasse machen. Das wird unübersichtlich für die Schüler und auch unübersichtlich für mich selber. Und daraus ergibt sich dann auch gleich der zweite Punkt, mehrere Termine anbieten. Das entlastet auch die Eltern, weil ich eben nicht davon ausgehen kann, dass alle Kinder zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt gerade Zugang zum Gerät haben, plus die Unterstützung vielleicht von den Eltern, um das Ganze zu starten. Und das primäre Ziel für mich bei so einer Videokonferenz ist überhaupt nicht, eine Unterrichtsstunde durchzuführen, sondern primär geht es mir erstmal darum, Kontakt aufrechtzuerhalten, sich auszutauschen. Gerade die Grundschüler freuen sich unglaublich, wenn sie den Lehrer sehen, wenn sie auch die anderen Klassenkameraden sehen. Und dann kann man einen Erzählkreis machen, vom Wochenende erzählen oder sich auch einfach mal austauschen, wie es so geht. Natürlich kann man auch dann in so einer kleinen Gruppe Aufgaben besprechen oder auch Erklärungen machen. Dazu kann ich dann zum Beispiel meinen Bildschirm freigeben, so wie ich das hier jetzt ja auch gerade gemacht habe, und kann was zeigen, was ich vorbereitet habe. Oder, das möchte ich euch jetzt auch noch mal ganz kurz zeigen, dazu gehe ich kurz aus der Präsentation raus. Es gibt online sogenannte Whiteboards. Das heißt, man sieht jetzt hier so eine leere Seite und hier könnte ich jetzt eben auch irgendwas zeigen, illustrieren. Wie sagt man denn, mir fehlt das Wort. Ich kann etwas veranschaulichen, könnte hier jetzt auch einen Text eingeben. Das kann ich also nutzen, um den Kindern irgendwas zu zeigen. Und ich könnte hier, wenn ich auf diesen grünen Button klicke, kriege ich einen Link hier. Wenn ich den in den Chat kopiere von meiner Videokonferenz, dann könnten auch die Kinder hier drauf zugreifen und auch selber hier was schreiben oder zeigen. Also das nur so als eine Möglichkeit, wie man auch Sachen erklären kann, während man in der Videokonferenz ist. Aber wie gesagt, primär ist mein Ziel hier wirklich einfach, den Kindern zu zeigen, dass diese Klasse immer noch besteht, ja? Dass man nicht nur alleine vorm Arbeitsplatz sitzen muss. Mein zweites Tool, das ich vorstellen möchte, ist Mentimeter. Damit kann man zum Beispiel Umfragen machen, man kann Meinungen und Stimmungen abfragen, man kann auch Vorwissen sammeln. Ich brauche einen kostenfreien Account als Lehrer. Die Schüler brauchen keinen Account. Ich probiere das gleich mit ihnen dann nämlich aus. Das ist was ich zum einen manchmal in der Videokonferenz nutze, um mir schnell so einen Überblick zu machen, wie die Stimmung gerade ist, wie es den Kindern geht. Kann man aber natürlich auch unabhängig von Videokonferenzen machen. Und das möchte ich jetzt einmal gleich mit Ihnen machen. Das heißt, ich bin jetzt auf Ihre Unterstützung oder Mitarbeit angewiesen. Und zwar habe ich hier einmal vorbereitet eine Frage. Und zwar möchte ich gerne von Ihnen wissen, welche Gedanken beschäftigen Sie momentan? Ich meine jetzt hauptsächlich in Bezug auf Corona und Schule oder Fernunterricht. Und wenn Sie mitmachen möchten, das heißt, Ihre Gedanken hier mit uns teilen in anonymer Form, dann gehen Sie auf die Seite menti.com und geben hier diesen Code 430101 ein. Und dann werden Sie nochmal, wird Ihnen diese Frage gestellt und Sie können so Stichpunkte eingeben. Und sobald Sie die abschicken, erscheinen die dann hier vorne und man sieht die als Wortwolke. Genau, man sieht schon, da kommt schon der erste Begriff rein. Ich hoffe, es kommen noch ein paar. Und dann wird man auch sehen, es ordnet sich immer wieder neu an. Und Begriffe, die öfters genannt werden, erscheinen dann auch größer. So dass man auch schnell sehen kann, ob was eben sehr oft genannt wurde. Das kann ich nutzen, um so eine Stimmung einzufangen, also wie geht es uns, was beschäftigt uns gerade. Ich habe das aber auch im Unterricht schon genutzt, zum Beispiel haben wir das Thema Wortfeld sagen gemacht, also welche anderen Wörter kann man für das Wort sagen benutzen. Und da haben wir dann eben, anstatt jetzt Zettelchen zu schreiben, haben das die Kinder auch auf die Art und Weise gemacht. Und dann hatten wir gleich eine Übersicht, eine Wortwolke mit allen Wörtern, die zum Wortfeld sagen, ihr den Kindern eingefallen sind. Und gleichzeitig konnte man durch die Größe auch sehen, welche Worte oft genannt wurden, das heißt, welche wohl sehr geläufig sind schon bei den Kindern
welche noch nicht bei allen Kindern bekannt waren. Und man sieht jetzt hier auch schon der fehlende Kontakt, die Chancengleichheit, Thema Datenschutz sind so Sachen, die ganz oft genannt werden, Chaos. Oft ist es auch Überforderung oder Stress, was die Kollegen nennen. Und ihr könnt jetzt gerne hier noch weiter abschicken. Ich zeige euch einmal, ich habe nämlich diese Umfrage auch mit Schülern gemacht. Und ich finde es ganz interessant, das mal zu vergleichen, was Schüler da so sagen. Und bei den Schülern sah das Ganze so aus. Also auch da habe ich die Schüler gefragt, was sie zurzeit beschäftigt. Und ich finde so ein bisschen, wenn man das vergleicht, Lehrer-Schüler, merkt man, dass wir einfach im selben Boot sitzen. Also auf beiden Seiten ist durchaus Unsicherheit zu spüren. Man weiß nicht, wie es weitergeht, wann geht es weiter. Die Kinder fragen sich, schreibe noch oben, wann sehe ich meine Freunde wieder? Was bei den Kindern ganz groß noch genannt wurde, ist Langeweile. Das ist so der Punkt, wo es sich unterscheidet zu den Lehrern. Bei den Kollegen ist es meistens eher Überforderung oder Stress, was im Vordergrund steht. Man kann dabei, ich schalte nochmal auf Ihre zurück. Huch, jetzt kommt meine Katze, Entschuldigung. Man kann bei Mentimeter auch Abstimmungen machen mit Balkendiagrammen. Man kann auch freie Texteingaben machen. Also da gibt es unterschiedliche Dinge, die man damit machen kann. Und wie gesagt, nutze ich entweder in der Videokonferenz oder auch zwischendurch für bestimmte Sachen. Gut. Also das war Mentimeter. Jetzt kommt eine Sache, nämlich Padlet. Und das ist was, was ich gerade momentan jetzt zu Zeiten der Schulschließung total praktisch finde und ganz vielen nutze. Padlet ist im Prinzip eine Pinnwand. Also das, was ihr von zu Hause kennt, so eine Korkwand oder eine Styroporwand, wo man mit Nadeln was hinpinnen kann. Das gleiche Prinzip ist Padlet, nur dass es eben online liegt. Und der Lehrer braucht einen Account. Man kann 3 Padlets kostenfrei erstellen. Und für mich ist Padlet so eine zentrale Anlaufstelle, so ein Startpunkt, von wo ich Aufgaben stellen kann, wo ich auch Arbeiten der Schüler hochladen lassen kann von den Schülern, wenn ich das möchte. Und ich zeige euch mal ein Beispiel, wie das aussieht. Ich habe hier ein Padlet zum Beispiel erstellt. Das habe ich jetzt für unsere komplette Grundschule erstellt, also nicht für eine Klasse. Und da habe ich verschiedene freiwillige Aufgaben und Ideen verlinkt. Das sieht jetzt so aus zum Beispiel. Es gibt auch einen Witz des Tages. Heute fehlt er noch. Und ich kenne Lehrer oder Klassen, die haben ein Padlet für eine Klasse oder auch für ein Fach. Und ich kann hier so einen zentralen Treffpunkt machen, wo ich die neuen Aufgaben zur Verfügung stelle, wo ich auch weiter verlinke auf YouTube-Filme oder auf andere Aufgaben, sodass ich das immer als Startseite für die Kinder verwenden kann. Ich kann das durch ein Passwort schützen, sodass man auch nur darauf zugreifen kann, wenn man das Passwort kennt. Und ich kann auch einstellen, ob die Schüler nur lesen können oder ob sie selber wirklich auch Sachen hochladen dürfen. Ein anderes Beispiel ist das hier zum Beispiel. Das ist jetzt zwar entstanden in der Vor-Corona-Zeit noch im Unterricht, aber das ist was, was ich mir jetzt auch gerade sehr gut vorstellen könnte. Und zwar ging es hier um Pilze. Ich habe diese Überkategorien hier angelegt, also welche Pilze wir uns angucken. Und dann haben die Kinder, die waren in 6 Gruppen aufgeteilt. Und dann haben sie in der Kindersuchmaschine recherchiert und haben die Infos, die sie zu ihrem Pilz gefunden haben, hier quasi eingetragen. Und so haben sie sich gemeinschaftlich, gemeinsam diese Übersicht erarbeitet. Und das kann man natürlich jetzt gerade jetzt in der Zeit der Schulschließung auch super machen, zu einem Thema recherchieren und hier auf so einem Padlet gemeinsam sammeln, was man rausgefunden hat. Und auch so sehen die Kinder dann eben, Mensch, ich sitze zwar alleine und recherchiere gerade alleine zu Hause zu diesem Thema, aber wenn ich das hier eintrage, sehe ich, es haben schon ganz viele andere Kinder zu anderen auch schon was gefunden und eingetragen. Und das gibt den Kindern so das Gefühl, dass man eben trotzdem noch zusammenarbeiten kann. Dass sie nicht alles alleine machen müssen, sondern dass die Möglichkeit zur Zusammenarbeit eben immer noch besteht. Ich habe jetzt gerade auch schon gesagt, ich kann von so einem Padlet weiter verlinken. Das zeige ich jetzt vielleicht gerade mal hier an dem Beispiel. Und zwar ist hier weiter verlinkt zu einem Zumpad. Das möchte ich euch einmal zeigen. Ein Zumpad ist im Prinzip ein Schreibdokument. Ja, wie so ein Word-Dokument, was man ja kennt. Bloß mit dem Unterschied, dass das hier jetzt gerade eben online liegt. Und jeder, der diesen Link hat, der kann da eben selber drauf zugreifen und schreiben. Und die Aufgabe hier war jetzt sehr simpel.
das, was hier rosa geschrieben ist, war meine Aufgabenstellung. Und die Aufgabe ist also, das Gedicht weiter zu dichten. Also ich habe hier den Anfang eines Gedichts. Es war mal eine Frau, die hatte einen Pfau. Der Pfau war ihr zu bunt, dann nahm sie einen Hund. Und dann geht das Gedicht eben immer so weiter. Und die Schüler haben oder hatten die Aufgabe, eben das Gedicht weiter zu dichten. Und man sieht hier anhand der verschiedenen Farben, die werden automatisch vergeben, dass eben unterschiedliche Autoren am Werk waren, die dieses Gedicht weitergedichtet haben. Und auch hier, was für mich einfach wichtig ist, es steht nicht das Dichten im Vordergrund, aber es steht für mich im Vordergrund, den Kindern zu zeigen, Mensch, schau mal, die sind alle noch da. Du kannst weiterhin zusammenarbeiten, du musst nicht alles alleine machen. Also Zusammenarbeit ermöglichen, ist hier für mich das zentrale Stichwort. Das war jetzt auch gleich schon die nächste Idee, die ich zeigen wollte, das Zumpad. Alle diese Sachen habe ich vielleicht jetzt gerade noch nicht genau genug gesagt, gebe ich über einen Link an die Schüler weiter, also Padlet und Zumpad. Ich schicke den Link zum Beispiel per E-Mail an die Eltern und dann können sie darauf zugreifen. Beziehungsweise reicht es für mich auch, wenn die Kinder nur den Link zum Padlet wissen und das Passwort, weil ich von dort aus ja auf alle anderen Seiten auch wieder weiter verlinken kann. Ja, dann muss ich nicht ständig Links per E-Mail oder so weiter verschicken, sondern dann kann ich das Padlet als zentrale Anlaufstelle nutzen und von dort aus auch wieder weiter verlinken. Hier habe ich nochmal kurz zusammengefasst, was so ein Zumpad ist. Das ist aber eher auch zum Nachlesen dann nochmal gedacht, wenn die Aufzeichnung online ist von diesem Webinar, dann kann man sich das auch nochmal durchlesen. Das Schöne an der Sache ist, auch wenn jemand aus Versehen oder absichtlich da was gelöscht hat, dann kann man alle alten Versionen auch immer wieder herstellen. Also es kann nichts verloren gehen. Jetzt komme ich zu dem zweiten Tool oder zu der zweiten Idee, die ich jetzt zu Zeiten der Schulschließung eigentlich ganz intensiv nutze und ganz, ganz sinnvoll finde. Und zwar ist das Book Creator. Book Creator ist eine Möglichkeit, wie ich E-Books erstellen kann. Das heißt, ich kann E-Books erstellen. Ich zeige nachher gleich Beispiele, in die ich Text einfüge, Bilder, Videos, Tonaufnahmen. Ich kann auch von dort wieder verlinken auf andere Sachen. Und Book Creator gibt es als App fürs Tablet, allerdings nur für iPads. In der Schule nutze ich Book Creator als App. Das hilft mir jetzt aber wenig, weil ich ja nicht davon ausgehen kann, dass alle Schüler ein iPad zu Hause haben. Hier nutze ich aber jetzt die Online-Version. Es gibt auf bookcreator.com eben die Möglichkeit, das Ganze online zu nutzen. Und im Prinzip ergeben sich für mich so zwei unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. So die erste ist einfach nur für mich als Lehrkraft. Also ich kann dort Erklärungen erstellen, Arbeitsanweisungen geben, Tipps zusammenstellen, so ein bisschen auch als Ersatz für ein Erklärvideo zum Beispiel. Das heißt, ich erstelle dieses Buch komplett alleine und gebe den Link dann an die Kinder weiter, zum Beispiel über das Padlet, und die Kinder können darauf zugreifen. Die machen dann selber da drin gar nichts, sondern sie greifen nur darauf zu und können das lesen. Ich zeige gleich Beispiele dafür, wie ich das meine. Die andere Idee ist natürlich aber auch, dass die Kinder dort selbst Sachen erstellen können. Das heißt, die Schüler können, die kann ich in meinen Account einladen, sodass sie sich nicht selbst dort anmelden müssen. Und dann können sie selbst E-Books erstellen. Und was das Schöne ist, dass ich in meinem Account auch einzelne Arbeiten der Schüler dann zusammenfassen kann zu einem fertigen Buch. Und damit es nicht so abstrakt ist, zeige ich jetzt Ideen dazu. Ich starte mal mit der Möglichkeit, einfach für den Lehrer Erklärungen zu geben. Das ist jetzt ein Buch, das ist nicht von mir, das ist von Florian Emmerich. Und hier geht es also darum, er erklärt, wie man einen Brief schreibt. So, und wenn wir da jetzt mal durchblättern, die Kinder kriegen das auch per Link. Und wenn ich durchblättere, dann sehe ich, hat er hier ganz in ganz einfacher Form beschrieben, wie so ein Brief aufgebaut ist und was da alles reingehört. Das Schöne ist, ich kann eben auch Audioaufnahmen da einfügen. Die kann ich direkt aufnehmen und so müssen die Kinder auch nicht alles lesen, sondern ich kann eben sogar mündlich viel erklären, was gerade für Erstklässler oder für Kinder, die sich mit Lesen noch schwer tun, natürlich gut ist. Also das ist ein ganz einfaches Beispiel, wie man einen Brief schreiben kann.
Ich habe von Florian auch noch ein ausführlicheres, ein komplexeres Beispiel. Hier geht es zum Beispiel darum, wie man ein Labbook gestalten oder erstellen kann. Das Labbook selber sollen die Kinder komplett analog machen. Also da müssen sie gar nichts im Internet dafür machen. Aber sie haben eben hier jetzt die Anleitung gekriegt. Und wenn wir hier mal durchblättern, dann sehen wir, es wird erstmal beschrieben, was die Aufgabe ist, also ein Labbook erstellen. Dann wird erstmal erklärt, was ist ein Labbook überhaupt. Da ist jetzt zum Beispiel hier ein YouTube-Video mit drin. Das kann ich da als Link einbinden und dann erscheint es direkt hier so in dem Buch und ich kann es angucken. Und dann hat er hier verschiedene Aufgabenideen, also was man alles, wie man dieses Labbook gestalten kann. Und hier sind auch Downloads möglich. Das heißt, er hat hier zum Beispiel einen Steckbrief verlinkt, den ich jetzt öffnen könnte. Das ist ein PDF und ausdrucken und dann benutzen für mein Labbook. Also ich kann den Book Creator hier auch nutzen, um wirklich Material auch zur Verfügung zu stellen. Hier gibt es Faltanleitungen, verschiedene Sachen zum Download. Hier gibt es nochmal einen Film, den man angucken kann. Und hier auch nochmal ganz viele weitere Vorlagen. Und ein letztes Beispiel, das ist von Studenten erstellt worden zur Sprach- und Leseförderung. Und wenn man hier durchblättert, sieht man auch auf der ersten Seite erstmal so, was ist hier zu tun. Und dann gibt es viele Erklärungen in Audioform, weil es eben auch gerade für erste Klasse angelegt ist. Und dann kann man auch von hier weiter gelangen zu der Geschichte, die man dann lesen oder anhören kann. Dann gibt es hier Aufgaben da drin. Also wirklich eine Sammlung mit ganz vielen verschiedenen Ideen, Aufgaben, Filmen für die Schüler. Das waren jetzt alles Beispiele, die vom Lehrer erstellt wurden und die per Link an die Schüler weitergegeben werden, zum Beispiel übers Padlet. Und die Kinder können das durchklicken, ohne selbst jetzt da drin was zu schreiben oder zu bearbeiten. Und natürlich kann man eben auch das Ganze nutzen, um selbst Sachen die Kinder erstellen zu lassen. Wenn man das machen möchte, ich bin jetzt hier in meinem Account. Und wenn ich hier auf dieses Männchen klicke, auf meinen Account, dann habe ich hier die Möglichkeit, QR-Anmeldungen zu generieren. Und dann kann ich meine Schüler eingeben. Wieso fragt er mich jetzt gerade nicht? Dann kann ich meine Schüler eingeben, hier weitere Schüler hinzufügen. Die gebe ich ein. Ich würde nie die echten Namen verwenden. Ich würde immer Spitznamen oder Abkürzungen verwenden. Und dann kann ich jetzt hier die alle ausdrucken und dann habe ich hier für jedes Kind einen QR-Code. Und mit diesem QR-Code können die Kinder direkt in meiner Bücherei hier selber Seiten oder Bücher erstellen. Und was wir zum Beispiel jetzt hier gemeinsam erstellt haben, ist dieses Kochbuch. Das sieht so aus. Also da haben die Kinder Lieblingsrezepte oder Rezepte aus ihrem Heimatland oder Rezepte mit Familientraditionen gesammelt. Und die stehen jetzt hier drin. Das heißt, die Kinder können die ein oder zwei Seiten hier in meinem Account erstellen und ich kann das dann am Schluss zu einem Buch zusammenfassen. So, das ist die Idee dahinter. Damit kann man, mit Book Creator kann man wirklich ganz, ganz, ganz viele Sachen machen, kann man ganz vielfältig nutzen, als Lehrer oder auch als Schüler. Und ich glaube, dass ihr jetzt einfach nur durch die paar Ideen, die ich gezeigt habe, selber bestimmt schon ganz viele neue Ideen auch gefunden habe, was man damit machen kann. Und das würde ich gerne einmal mit euch sammeln. Moment. Wir haben nebenbei auch noch schon ein paar Fragen zum Thema Book Creator. Ja. Und zwar, ob die Schüler dafür ein iPad brauchen oder ob es auch ohne iPad möglich ist, nee, zu nutzen. Ich brauche entweder ein Laptop oder irgendein Tablet. Book Creator geht nicht auf dem Handy. Das ist das Einzige von den Sachen, die ich zeige, die eben nicht auf dem Handy gehen. Aber ich brauche kein iPad, sondern ich brauche einfach nur die Möglichkeit, ich brauche einen Browser, ja, um das zu machen. Ich kann auf Windows-Geräten kann ich das im Chrome-Browser benutzen und auf Apple-Geräten im Safari. Aber ich brauche kein iPad dafür. Für die App bräuchte ich ein iPad. Aber wir nutzen ja hier, ich habe jetzt gerade die Online-Version gezeigt und dafür brauche ich kein iPad. Sondern das geht mit jedem Gerät, was ins Internet kommt und was größer als ein Handy ist. Also das Handy funktioniert nicht. Und dann wäre auch noch eine weitere Frage, wie viele Bücher man anlegen kann über einen Lehrer-Account.
Genau, der Lehrer-Account kostet nichts und man kann in der kostenlosen Version 40 Bücher anlegen. Wenn man mehr Bücher haben möchte, dann müsste man die kostenpflichtige Version nehmen. Ich denke, 40 Bücher ist aber schon erstmal ganz gut. Natürlich, wenn man die Schüler was erstellen lässt im eigenen Account, hat man schnell mal 40 Bücher voll. Wenn ich jetzt irgendwie 25 Kinder pro Klasse habe und jeder erstellt was. Aber deswegen der Tipp, und es funktioniert sehr gut, dass man dann eben die zu einem Buch zusammenfassen kann. So, das heißt, jetzt hat jedes Kind sein Rezept da erstellt als eigenes Buch mit 1, 2, 3 Seiten. Und das kann ich dann am Schluss zusammenfügen zu einem einzigen Buch. Und dann habe ich eben ein Kochbuch für die ganze Klasse gemacht. Und dann habe ich auch wieder mehr Platz in meiner Bücherei. Gut, das wären jetzt erstmal die wichtigsten Fragen. Gut. Ich bin jetzt gerade auf der Seite Onku. Das ist sowas Ähnliches wie Mentimeter. Hier kann man auch Abstimmungen machen, Ideen sammeln. Und das möchte ich jetzt einmal nutzen mit euch. Und zwar mache ich hier diese Kartenabfrage. Ich möchte Ideen sammeln, wie man Book Creator nutzen kann, was man damit machen könnte. Weil ich bin mir sicher, dass ihr jetzt selber schon ganz viele Ideen gekriegt habt. Jetzt hat er mir hier diesen QR-Code erstellt. Und jetzt, wenn ihr teilnehmen wollt an der kurzen Umfrage, dann müsstet ihr entweder bitte diesen QR-Code scannen und dann eure Ideen eintragen. Oder ihr könnt auch auf die Seite, also ihr könnt diese Internetadresse eingeben, onko.de/s5wm. Und dann könnt ihr alle Ideen, die ihr jetzt zu Book Creator habt, da eingeben. Und wenn ihr an die Tafel schicken klickt, dann kommt das, dann landet es hier vorne hier auf meinem Bildschirm. Und man sieht schon, hier kommt, das sieht man schon, Tiersteckbriefe kann ich erkennen. Ich warte mal, bis ein paar Ideen kommen. Solange lasse ich jetzt auch noch den QR-Code hier stehen, damit ihr die Möglichkeit habt, den auch noch zu scannen. Und das ist also quasi eine Möglichkeit, wie man Ideen sammeln kann zum Beispiel. Oder auch Vorwissen oder Fragen auch. Ich lasse es mal noch kurz stehen. Ihr könnt auch weiterhin das noch an die Tafel schicken, auch wenn ich das jetzt mal wegklicke. So, und jetzt können wir sehen, hier sind schon ganz viele, hier kommen immer mehr rein. Und jetzt kann ich das Ganze hier sortieren. Was natürlich dann schwierig wird, wenn man so viele Teilnehmer hat. In einer Klasse ist das Ganze dann einfacher, weil es eben nicht ganz so viele Kinder auf einem Haufen sind. Aber ich könnte jetzt hier Kategorien wirklich anlegen, dass ich sage, ich sortiere alle Ideen für Deutsch untereinander, alle für Sachunterricht untereinander, für Mathe untereinander. Und jetzt seht ihr auch schon, man kann da auch die Farbe von diesen Kärtchen verändern. Das hätte man schon einstellen können, bevor man das Ganze abschickt. Also wir hätten jetzt auch vorher schon festlegen können, dass wir irgendwie alle Ideen für Deutsch in Rot machen und für Mathe in Blau und für Sachunterricht zum Beispiel in Grün. Ich kann das aber jetzt auch hier immer noch ändern. Also wenn ich jetzt sage, gemeinsam Gedichte schreiben, zum Beispiel, das ordne ich bei Deutsch zu, dann kann ich das hier jetzt auch noch auf Rot ändern. Und ihr seht, wie viele Ideen wir jetzt schon hier zusammengekriegt haben, was man alles mit Book Creator machen könnte. Ich versuche das nachher noch ein bisschen auseinander zu sortieren, sodass man es auch lesen kann. Und dann mache ich nochmal einen Screenshot davon und würde den vielleicht zum Beispiel auf Twitter stellen. Dann habt ihr auch nochmal alle eure Ideen, die ihr jetzt hier so gesammelt habt, nochmal in der Übersicht. Aber ich fürchte, ich kriege nicht alle nebeneinander, das sind zu viele. Aber ich finde, es zeigt sehr schön, wie vielfältig man das nutzen kann. Und dass es wirklich einfach ist, möchte ich jetzt einmal noch zeigen. Und zwar, wenn ich ein neues Buch erstelle, ich wähle ein Format aus. Hier ist eigentlich nur wichtig, darauf zu achten, wenn ich die Bücher später zusammenfügen möchte zu einem, dann muss ich ein Format vorgeben, weil nur Seiten mit dem gleichen Format können zusammengefügt werden. Also das heißt, und man kann das Format im Nachhinein nicht mehr ändern. Ich wähle jetzt einfach mal Querformat aus und dann habe ich eine weiße Seite. Und alles, was ich machen kann, läuft über dieses Plus hier oben und über das I. Und Plus ist relativ logisch. Plus bedeutet, ich füge irgendwas dazu.
Jetzt kann ich hier auswählen, möchte ich Medien importieren, also einen Film oder ein Foto von meinem Gerät hier hochladen. Ich kann die Stiftfunktion auswählen, dann kann ich selber zeichnen, und mittlerweile hat es so eine Auto-Draw. Das heißt, wenn ich jetzt mal versuche, hier irgendwie ein Tier zu malen, sehr ungeschickt, dann zeigt ihr mir hier oben Möglichkeiten an, was ich jetzt gerade gemeint haben könnte. So, ich habe jetzt meine Katze gerade gemalt, und dann sage ich aber, ja, die hier gefällt mir doch besser. Und dann habe ich auch zum Beispiel jetzt eine schöne Katze. So, ich kann aber auch nicht nur, ja, ich bin fertig. Ich kann nicht nur zeichnen, ich kann eben auch Text eingeben, also tippen. Ich kann Fotos einfügen über das Plus, ich kann auch Verlinkungen einfügen über das Plus. Also alles, was mit Einfügen zu tun hat, geht über das Plus. Und wenn ich das, was ich eingefügt habe, noch verändern möchte, dann muss ich das markieren. Also hier, jetzt habe ich den Text markiert. Das erkenne ich an diesem blauen Feld außenrum. Und dann kann ich das über das I noch verändern. Also dann kann ich hier die Größe anpassen. Ich kann die Schriftart verändern. Ich kann die Schriftfarbe verändern. Das alles kann ich dann über das I machen. So, ich kann alles auch immer noch verschieben. Und wenn ich nichts markiert habe, kann ich über das I meinen Hintergrund noch verändern. Da kann ich entweder farbigen Hintergrund nehmen oder auch zum Beispiel sowas hier. Und wenn mir die Seite gefällt, dann drücke ich auf diesen Pfeil nach rechts und dann öffnet sich die nächste Seite. So, und erfahrungsgemäß ist das wirklich was, was auch Grundschulkinder schon total gut bedienen können. Okay, also das war Book Creator. Neben Padlet tatsächlich das, was ich gerade am praktischsten finde, weil es wirklich sehr leicht zu bedienen ist und gleichzeitig ganz viele verschiedene Möglichkeiten bietet. Onku haben wir jetzt gerade schon ausprobiert. Das war das, wo wir unsere Ideen gesammelt haben. Bei Onku gibt es auch so eine Feedback-Möglichkeit per Zielscheibe zum Beispiel. Das kann man sich auch nochmal angucken. Das ist ganz interessant. Jetzt habe ich als letztes noch eine Feedback-Möglichkeit, wie ich an die Kinder Feedback geben kann. Jetzt auch zum Beispiel, wenn sie einfach im Arbeitsheft oder auf dem Arbeitsblatt was gemacht haben, dann kann ich natürlich mein Feedback so wie normalerweise schriftlich darunter schreiben. Aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten, und da möchte ich einmal dieses Quicker oder wie man das auch immer nennt, ich weiß es nicht, vorstellen. Damit kann ich Audio-Feedback geben. Und das funktioniert ganz einfach. Ich gehe auf die Seite Quicker, auf die Homepage, und da kann ich mir eine Liste mit solchen QR-Codes erstellen. Und dann nehme ich mir einen QR-Code vor. Wenn ich den scanne mit meinem Handy oder mit meinem Tablet, dann sieht das Ganze so aus. Dann werde ich aufgefordert, dass ich auswählen kann, wie ich mein Feedback geben möchte. Und dann wähle ich hier dieses Mikrofon. Und dann kann ich direkt in mein Handy sprechen, dann kann ich direkt auf dem Handy aufnehmen. Das heißt, ich kann mein Feedback da aufsprechen. Wenn ein Kind eine Geschichte geschrieben hat, kann ich zum Beispiel das Feedback aufsprechen. Ja, also was war in der Geschichte gut, welche Verbesserungsvorschläge habe ich noch? Dann klebe ich diesen QR-Code. Also ich spreche auf hier das Audio, ich nehme es auf. Und dann speichert er das automatisch. Dann klebe ich den QR-Code zum Beispiel unter die Geschichte, und wenn das Kind die dann zurückkriegt von mir und es dann den QR-Code scannt, dann wird ihm dieses Audio angezeigt, kann es abspielen und hört direkt mein Feedback, was ich da auch eingesprochen habe. Das ist gerade für Grundschulkinder, glaube ich, momentan in der momentanen Situation sehr schön, weil man halt die Lehrkraft einfach auch hört. Ja, und natürlich kann der Lehrer nicht ständig mit allen Kindern telefonieren, aber so hat man trotzdem die Möglichkeit, ein persönlicheres Feedback zu geben. Und da brauchen die Kinder wirklich das Handy von der Mama oder ein Tablet, wo sie halt die Möglichkeit haben, diesen QR-Code zu scannen, und dann können sie sich das anhören. Eine Frage, die hier dazu gleich kommt, ist, wie denn die Schüler auf den QR-Code zugreifen können, beziehungsweise was man macht, wenn die Kinder das nicht können. Wenn die Kinder keine Möglichkeit zum Scannen haben? Ja.
Also ich würde jetzt fast unterstellen, dass die Möglichkeit zum Scannen theoretisch wirklich überall da ist, weil da reicht ja wirklich jedes Handy und ich glaube, irgendein Handy ist immer in der Familie vorhanden. Wenn die Eltern wirklich sagen, sie wollen das nicht oder sie können das nicht, das muss ich natürlich vorher einmal abfragen. So wie bei allen anderen Sachen, die wir jetzt gerade angeguckt haben auch. Also es hilft mir ja nichts, wenn ich tolle Padlets mache und Book Creator nutze und die Hälfte meiner Kinder hat keine Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Also das sind natürlich Sachen, die ich vorher abklären muss. Ich denke, so ein QR-Code-Reader ist so das kleinste Problem, aber natürlich muss ich das vorher abklären. Und wenn ich dann Kinder habe, die das nicht wollen oder können, dann muss ich da mein Feedback halt so wie vorher auch drunter schreiben. Eine weitere Frage, die noch reinkam, ist, ob man über Quicker auch Ton und Bild und Videos kombinieren kann mit einem QR-Code. Genau, man kann hier oben, das sieht man hat auch die Möglichkeit, als Feedback-Typ Video auszuwählen. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob man dafür die kostenpflichtige Version braucht. Ich habe es jetzt immer nur mit Ton arbeitet. Aber theoretisch wird die Möglichkeit hier angezeigt. Das müsste ich aber selber tatsächlich nochmal nachgucken, ob das die kostenlose Version auch kann. Gut, das war es erstmal. Also wie du auch gerade schon gesagt hast, es gibt auch eine kostenlose Version, weil das auch gerade noch eine Frage war. Genau. Also alle die Sachen, die ich gerade vorgestellt habe, sind erstmal kostenlos. Bei Padlet und bei Book Creator ist eben die Anzahl der möglichen Padlets oder der möglichen Bücher, die ich anlegen kann, dann in irgendeiner Weise begrenzt. Oder bei Quicker zum Beispiel habe ich halt nicht alle Funktionen, die ich für die Bezahlversion habe, aber prinzipiell sind diese Sachen alle erstmal kostenlos. Ich habe jetzt ganz zum Ende nochmal Tipps zur Internetrecherche zusammengestellt, nur ganz kurz, weil man natürlich viele Aufgaben auch mit so einer Internetrecherche verbinden kann. Also sei es wie beim Padlet, das ich gezeigt habe, oder auch wenn ich im Book Creator zum Beispiel was über Tiere erstelle oder sowas, können die Kinder vorher die Suchmaschine nutzen. Und zum Thema Suchmaschinen, es gibt einfach unterschiedliche. Es gibt Suchmaschinen für Kinder, wie zum Beispiel Frackfin oder Blinde Kuh oder Helles Köpfchen. Und es gibt eben Suchmaschinen für Erwachsene, sage ich immer, wenn ich mit den Kindern spreche, also so allgemeine Suchmaschinen wie Google oder Bing. In der Schule kann ich vorgeben, mit was wir suchen. Jetzt kann ich nur Empfehlungen aussprechen. Ich würde für Grundschüler immer mit der Kindersuchmaschine starten als Einstieg, einfach weil da keine Treffer kommen, die für Kinderaugen nicht gemacht wurden. Und was auch ganz wichtig ist, Seiten, die für Kinder geschrieben wurden, landen in der Liste, in der Trefferliste ganz oben. Das heißt, die Kinder haben dann auch die Chance, das zu verstehen, was sie da gefunden haben. Nichtsdestotrotz haben Kindersuchmaschinen auch Nachteile. Sie sind nicht sehr aktuell, einfach weil eben jeder Treffer vorher wirklich geprüft wurde. Und man findet auch nicht zu jedem Thema immer super viele Sachen. So, da stehen natürlich dann die allgemeinen Suchmaschinen gegenüber. Und wenn man jetzt aber nicht Google nutzen möchte, dann habe ich als kleinen Tipp noch zwei Alternativen dabei. Die erste Alternative ist DuckDuckGo. Das ist eine Alternative, wenn man zwar eine Standardsuchmaschine nutzen möchte, aber sich Sorgen um Datenschutz macht. Weil bei DuckDuckGo wird gesagt, dass keine Daten gespeichert oder getrackt werden. Also im Gegensatz zu Google merkt sich der dann nicht, was ich suche oder welche Vorlieben ich habe. Eine andere Alternative ist Ecosia. Da tut man der Umwelt was Gutes. Die nutzen Bing, also man kriegt die Treffer der Suchmaschine Bing, aber wenn man über Ecosia sucht, dann wird ein bestimmter Betrag immer für Umweltzwecke quasi gespendet. Und ganz wichtig, man sucht ja nicht nur Informationen im Netz, man sucht ja oft auch Bilder, auch als Lehrer. Sei es, egal ob für Arbeitsblätter, fürs Padlet, für Book Creator, für alles Mögliche. Und ganz wichtig, das wisst ihr, aber man ignoriert es manchmal ganz gerne, man darf einfach nicht alle Bilder verwenden, die man so im Netz findet. Es gibt aber Seiten mit Bildern, die von der Lizenz so sind, dass sie für den Unterricht und für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden dürfen. Das sind zum Beispiel hier diese Seiten, die ich aufgeschrieben habe. Ich nutze mit den Kindern immer gerne Pixabay, weil Pixabay mit deutschen Suchbegriffen gut funktioniert. Unsplash hat zum Beispiel auch tolle Fotos, aber da kommt man mit deutschen Suchbegriffen nicht so weit. Und das ist dann in der Grundschule natürlich immer ein bisschen schwierig. Ganz generell, ganz wichtig, was man eben immer beachten sollte, passen jetzt auch zu dieser Bildergeschichte, sind Datenschutz und Urheberrecht. Ich würde auch nie Schülerdatennamen oder E-Mail-Adressen oder Telefonnummern ins Netz stellen. Und für alle Sachen, die ich jetzt heute vorgestellt habe, ist das auch nicht nötig.
Also das ist aber was man einfach immer beachten sollte. Und ich habe jetzt ganz zum Schluss, bevor wir Fragen beantworten können, habe ich noch einen Gedanken mitgebracht. Und zwar ist es dieses Labyrinth. Und wenn man das sieht, dann weiß man, glaube ich, sofort, was damit bezweckt wird. Also ein Labyrinth, durch das ein Tier irgendwie den Weg von Eingang zu Ausgang möglichst schnell oder möglichst gut lernen und finden soll. So, also wir kennen alle den Plan, der dahinter steckt. So, der Hamster, der kannte den Plan eben nicht. Und jetzt könnte man im ersten Moment sagen, Mensch, blöd, der hat das nicht verstanden, der hat das falsch gemacht, aber eigentlich hat er es gar nicht falsch gemacht. Er hat ja einen Weg von Eingang zu Ausgang gefunden. Und ich verwende diesen Film, ich zeige den normalerweise immer in Workshops, wenn ich die Kollegen anregen möchte, so Unterricht ein bisschen anders und neu zu denken. Und ich sage immer dazu, dass ich glaube, dass wir manchmal vor lauter Wänden links und rechts gar nicht sehen, dass es auch ganz andere Wege gibt. Ja, und dass wir viele Sachen oft immer gleich machen, immer auf die gleiche Art machen, einfach weil sie schon immer so gemacht wurden. Und jetzt gerade sind wir, glaube ich, in einer Position oder in einer Situation, wo wir fast gezwungen werden, so diesen Weg des Hamsters zu gehen, weil uns so diese alten traditionellen Wege ja gerade weggefallen sind, weil wir einfach nicht im Klassenzimmer unterrichten. Und deswegen der Hamster als kleine Motivationshilfe. Ich weiß auch, dass es Mut kostet, andere Wege zu gehen und diese gewohnten Wege zu verlassen, weil man eben auch kein Experte ist. Aber ich glaube, es kann, selbst wenn es mal nicht so klappt, wie man es sich gewünscht hat, was kann passieren? Ja, also dann ärgere ich mich, dass es nicht so geklappt hat, aber dann probiere es nochmal. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das so vor Augen zu halten. Und das wollen wir ja auch von den Schülern, ne? Dass sie Neues ausprobieren und auch Sachen machen, wo sie sich noch nicht so gut auskennen. Und da können wir jetzt, glaube ich, mit gutem Beispiel auch mal vorangehen und das eben auch in diese Rolle schlüpfen. Und als kleine Motivationshilfe habe ich den Hamster heute mitgebracht. Und ich habe hier noch weiterführende Links aufgelistet, auch eher jetzt zum Nachgucken, wenn man das Ganze sich nochmal anguckt. Ich habe nämlich hier, der erste Link ist ein Blogartikel von mir, den ich für Bob Blume geschrieben habe. Den habe ich nicht verlinkt, weil der so super toll ist. Aber ich habe da eigentlich zu allen Sachen, die ich jetzt heute kurz vorgestellt habe, Erklärungen oder auch Erklärvideos mit dazu verlinkt. Ja, sodass man sich die Sachen nochmal genauer angucken kann, für die man sich jetzt vielleicht interessiert hat. Und dann habe ich hier auch nochmal Datenschutzerklärungen mit verlinkt, falls man die nochmal sich genauer angucken möchte bzw. Nutzen möchte. Gut. Dann würde ich auch sagen, wir haben jetzt die Möglichkeit, wenn Sie Lust haben und direkt eine Frage an Verena stellen möchten, dann können Sie sich gerne über den Handhebe-Button melden, dann würde ich Sie per Audio hinzuschalten. Hier unten sehen Sie den Handhebe-Button und dann können Sie Ihre Frage direkt an Verena stellen. Ansonsten hatten wir auf jeden Fall auch nochmal die Frage, die kam aufgrund des Book Creators, da man ja zum Beispiel den Schülern den QR-Code geben kann, aber hier war die Frage, funktioniert denn der QR-Code auch, weil Book Creator nicht auf dem Smartphone funktioniert? Also Book Creator ist das Einzige, was nicht auf dem Smartphone funktioniert. Zumindest das Selbstarbeiten im Book Creator. Also wenn ich nur den Link verschicke, um das Buch anzugucken, das kann ich auf dem Smartphone, glaube ich, auch machen, aber ich kann nicht selbst im Book Creator arbeiten. Dazu brauche ich einen Laptop, Tablet oder PC. Aber das QR-Scan funktioniert dann trotzdem. Das war dann die Frage. Ja. Wir haben dann hier auch die erste Meldung. Da würde ich mal den Christian mit dazu nehmen. Jetzt bin ich nicht sicher, ob es ich bin. Christina, ja. Genau. Entschuldigung. Ja, genau. Also erst einmal Kompliment für eine wirklich absolut tolle und gewinnbringende Stunde, die wir jetzt erleben durften. Meine Frage ist, überall wird natürlich jetzt auch gerade im Grundschulbereich Thema Moodle und sehr nahezu auf die Brust gedrückt. Sind Dinge wie jetzt zum Beispiel, ich würde sagen, die Einschätzung Padlet und Book Creator wunderbar. Kann man da eine Verknüpfung mitmachen? Also ich bin kein Moodle-Experte tatsächlich, aber ich denke, dass man das sicherlich auch in Moodle in so einem Raum mit einbinden kann. Mhm. Okay. Dass man das zusammenkriegt. Ja. Yeah. Gut. Vielen Dank. Gerne.
Dann kam ja auch noch die Frage, ob es noch alternative Suchmaschinen auch für große gibt, ob du da noch einen Tipp hast. Für große? Ja. Also für erwachsene Menschen quasi, oder? Also die DuckDuckGo und dieses Ecosia, das sind Suchmaschinen, das sind ganz normale Standardsuchmaschinen. Also das sind keine Kindersuchmaschinen, aber eben mit dem Vorteil bei DuckDuckGo, dass keine Daten getrackt werden, oder bei Ecosia, dass man eben quasi Bäume pflanzt, während man da was sucht. Super, so. Dann würde ich sagen, vielleicht doch, nochmal ich, ja. Und zwar, ich habe eine Frage, ich habe mir mal angeguckt, My Simple Show ist zwar kostenlos, aber hat extrem wenig Möglichkeiten, also kleine Erklärvideos zu machen. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt selbst mich nicht unbedingt nur über die Jitsi-Konferenz mit den Kindern in direkten Kontakt, sondern auch kleine Videos zu drehen, wo kriege ich da am besten, weil das ist ja über die Handykamera, habe ich ja MB-Zahlen, die dann kaum transportiert werden können. Wo kann man sich da am geschicktesten schlau machen? Boah, also ich meine, generell ist das Thema Erklärvideos, glaube ich, was man in einem extra Webinar nochmal stundenlang wahrscheinlich behandeln könnte. Da gibt es ja auch wieder so viele verschiedene Möglichkeiten. Ist jetzt die Frage, wo ich es dann hochlade, wie ich es den Kindern am besten zur Verfügung stelle. Also ich kenne viele Kollegen, die bei YouTube tatsächlich halt wirklich in so einen Kanal angelegt haben und den auf privat stellen, sodass man nur mit Link darauf zugreifen kann. Dann erscheint ja nicht in der offenen Suche. Ja. Also viele machen das darüber. Wenn ich jetzt natürlich Moodle oder in Bayern ist es Mebis nutze, dann kann ich natürlich auch darüber wieder solche Sachen auch zur Verfügung stellen. Okay. Gut, danke. Gerne. Hier kam noch die Frage, ob man alle Tools datenschutzrechtlich von den Eltern absegnen lassen muss. Also prinzipiell kommt es natürlich immer darauf an, was man jetzt überhaupt mit diesem Tool macht. Also ich würde mal sagen, man kann fast jedes Tool datenschutzkonform und nicht konform nutzen. Es ist immer so ein bisschen der Unterschied, was ich damit mache. Also wenn ich zum Beispiel bei Padlet jetzt nur ich persönlich Aufgaben da oder Ideen draufschreibe und die Kinder können einfach nur lesen, indem sie darauf zugreifen, dann muss ich mir das jetzt nicht dann muss ich mir keine extra Genehmigung einholen. In dem Moment, wo ich die Schüler selber damit arbeiten lasse, dass sie selber auch Sachen hochladen, also Daten von sich da auch hochladen, in dem Moment ist es sicherlich sinnvoll, eine Einverständniserklärung auch von den Eltern sich zu holen oder dann auch eben einen Auftrag zur Datenverarbeitung abzuschließen mit der jeweiligen Seite. Und bei den zwei Links, die ich da vorhin kurz gezeigt habe, die man in der Aufzeichnung ja nochmal sieht, dann, das sind eben auch schon so Vorlagen dafür dabei. Und ich sehe gerade die Frage jetzt, dass Padlet nach 30 Tagen automatisch gelöscht wird, das stimmt nicht. Also man hat 3 Padlets in der Gratis-Version frei und die bleiben aber so lange bestehen, bis man sie wieder gelöscht hat. Eine Frage zum Book Creator war auch noch, ob man nur QR-Codes verschicken kann oder auch normale Links. Wenn Sie selbst darin arbeiten sollen, dann habe ich das bis jetzt nur über QR-Code geschafft. Wenn Sie es nur lesen sollen, dann kann ich einfach nur den Link verschicken. Eine Frage, die auch noch kam, wie heißt der Anbieter von dem Online-Whiteboard, was du ganz am Anfang gezeigt hast? Das war OR-App. Also, ja, ich glaube so, ich schreibe es gerade in den Chat rein. Da gibt es aber auch ganz viele verschiedene. Also auch da habe ich, glaube ich, in dem Artikel, den ich für Bob Blume geschrieben habe, mehrere rausgesucht und damit reingeschrieben. Da gibt es alle möglichen. Eine Frage, die hier auch noch kam, ist, welche Tools sind zum Aufnehmen solcher Videos besonders geeignet? Von Erklärvideos? Naja, das ist jetzt wirklich die Frage. Also ich kann Erklärvideos zum einen erstellen, indem ich meinen Bildschirm aufnehme. Da gibt es jetzt wieder für, je nachdem, ob ich mit welchem System ich arbeite, ob ich Windows oder ob ich auf dem iPad, ob ich auf dem Laptop bin, gibt es unterschiedliche Programme, mit denen ich quasi direkt meinen Bildschirm aufnehmen kann. Das heißt, da kann ich am Bildschirm gerade arbeiten, zum Beispiel eine App erklären oder irgendwas schreiben und ich nehme das direkt auf.
Andere Möglichkeit ist, ich filme mich natürlich selber. Oder ich mache sowas mit Legetechnik, mit Stop-Motion. Also Erklärfilm ist echt so ein Riesenthema, was ich jetzt, glaube ich, schwer irgendwie mit 3 Sätzen abhandeln kann. Ja. Wobei ich jetzt auch tatsächlich selber kein Profi für Erklärvideos bin. Okay. Eine Frage, die hier noch kam, ist, wie gehe ich mit Rechtschreibfehlern bei Posts um im Padlet? Sollten die korrigiert werden oder lieber nicht, um die Motivation für das Posten zu halten oder zu fördern? Boah, ich glaube, das würde ich so halten wie im Unterricht auch. Ja, also auch da muss ich ja immer abwägen, was korrigiere ich und was lasse ich stehen, gerade auch abhängig von der Klasse oder vom Alter der Schüler. Ich glaube, da gibt es keine Patentlösung oder Empfehlung. Okay, dann würde ich sagen, hatten wir doch viele schöne Fragen und viele schöne Anregungen jetzt von dir bekommen. Und dann würde ich das Ganze jetzt eigentlich abschließen. Gerne nochmal ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Und zwar haben wir vor einiger Zeit das Angebot Klettmint Digital entwickelt, das Unterstützung und Fortbildung von Lehrkräften, Schulleitungen und Schulträgern gilt. Und wir möchten euch gerne helfen, wenn eure Schule Unterstützung in Bezug auf Konzepte zur Digitalisierung und Medienbildung benötigt und können durch unser Netzwerk im Zuge dessen zu den jeweiligen Themen die entsprechenden Experten vermitteln, die eure Schule beraten oder eben auch fortbilden können. In den nächsten Wochen wird dazu auch nochmal mehrere Informationen online gestellt werden von uns. Anders als bei den Exciting Edu-Webinaren ist es ein kostenpflichtiges Angebot, weshalb wir aber auch bei Klettmint Digital mehr auf eure Bedarfe eingehen können. Sollte es jetzt schon irgendwie Anfragen dazu geben, dann gerne an meine E-Mail-Adresse a.kaulfuß@klett-mint.de. Und wenn es zu dem heutigen Webinar noch Fragen gibt oder Feedback oder ihr eine Teilnehmerbescheinigung dafür erhalten möchtet, dann könnt ihr euch gerne an die Mail-Adresse webinar@excitingedu.de wenden. Eine Aufzeichnung von diesem Webinar wird es ja, wie gesagt, auch geben. Die wird auch nochmal online gestellt, auch auf www.excitingedu.de. Und da gibt es auch diverse Informationen zu den folgenden Webinaren. Das nächste auch wieder nächste Woche Montag um die gleiche Zeit wie heute. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, Verena. Und ich bedanke mich für die Einladung. Und natürlich auch bei allen Teilnehmern. Genau, ich sage auch Tschüss. Ich weiß, dass das jetzt viele Ideen waren und nicht ausführlich und dass es noch ganz viele Fragen gibt und man alles noch ganz ausführlich jetzt noch vorstellen könnte. Ich glaube aber, dass das Sachen sind, wenn Sie jetzt ungefähr wissen, womit Sie sich beschäftigen wollen, wo Sie ganz viele Hilfen auch finden, wenn Sie da auch nochmal googeln. Okay, dann verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.